Servus Leute und in diesem Sinne herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal Scuba und damit zu diesen, ja, doch sehr verspäteten Quantum News. Ich wollte euch das Ganze ja schon spätestens eigentlich am Samstag liefern, habe das dann aber leider alles nicht geschafft, weil das alles auch nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Ich habe auf meinen neuen Laptop gewartet, konnte ohne den nicht schneiden und ja, jetzt wird es halt erst am Montag was. Ich dachte mir aber trotzdem besser spät als nie, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass sich durchaus der ein oder andere schon bei einem anderen YouTuber über das Inside Star Citizen informiert hat. Vielleicht ist ja trotzdem noch für den einen oder anderen etwas Interessantes dabei. Und dementsprechend würde ich sagen, fangen wir auch sofort an mit der ersten Thematik des Inside Star Citizen und das war die Black Market Economy. Hier wurde uns erklärt, wie eigentlich der Schwarzmarkt in der 3.6 Version aussehen wird und was es mit der Black Market Economy überhaupt auf sich hat, zumindest mit der ersten Iteration dieser. Und zunächst einmal ist das ganze Black Market System aufgeteilt in zum einen illegale Waren, so wie Drogen zum Beispiel, und legale, aber eben gestohlene Waren. Der Unterschied hierbei ist, dass illegale Waren wie Drogen halt eben überhaupt nicht verkauft werden dürfen. Allein schon der Besitz ist illegal. Gestohlene Ware ist an sich schon legal. Das heißt, es kann was ganz Normales sein. Schiffskomponenten oder irgendwelche anderen Güter, die sind an sich legal, werden aber natürlich mehr oder weniger illegal dadurch, dass sie halt eben gestohlen sind. Während es also auf der einen Seite extremst schwer sein wird, illegale Waren zu verkaufen, also die tatsächlich illegalen Waren, wird es durchaus möglich sein, gestohlene Waren zu verkaufen. Die Händler werden diese vielleicht für geringere Preise annehmen, aber da es sich dabei natürlich um Waren handelt, die durchaus legal zu besitzen sind, ist das hier kein großes Problem. Mit illegalen Waren werdet ihr euch schon an ganz bestimmte Personen wenden müssen oder gegebenenfalls sogar ganz in eine gesetzesfreie Zone, wie beispielsweise Grimhacks, fliegen müssen. Da bei diesen illegalen Waren übrigens auch schon der Besitz alleine strafbar ist, kann es durchaus dazu kommen, dass ihr von der Polizei kontrolliert wird oder zumindest von der örtlichen Sicherheitskraft und es damit zu Konsequenzen für euch kommen wird. Wie genau das mit der Polizei ablaufen wird, wurde hier nicht genau geschildert, aber es wurde als konkretes Beispiel genannt und ich bin gespannt, ob das dann vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Crime System, was ja ebenfalls überarbeitet werden soll, in der 3.6 Version ebenfalls implementiert wird, dass wir tatsächlich von Security-Kräften kontrolliert werden. So richtig kann ich mir das zwar nicht vorstellen, weil es dafür einfach aktuell, glaube ich, noch keine KI gibt, aber wer weiß, vielleicht wird uns CIG an dieser Stelle ja überraschen. Es ist im Übrigen auch zu beachten, dass natürlich die Gesetzeslage von Ort zu Ort unterschiedlich sein wird. Auch das wurde ja schon mal in einem Inside Star Citizen oder einem Star Citizen Live angesprochen. Es können also um Crusader durchaus andere Waren illegal sein als beispielsweise auf Hurston oder Arcorp. Am besten wäre es hier aber wohl, wie gesagt, wenn ihr illegale Waren ohnehin in Grimhacks verkauft, weil ihr da halt eben das geringste Risiko eingeht, mit dem Gesetz in Kontakt zu kommen. In der 3.6 Version wird es also einiges geben, auf das ihr Acht geben müsst, wenn ihr mit illegalen Waren oder gestohlenen Waren unterwegs seid. Ja, weiter geht es mit einer kleinen Überraschung, und zwar einem Schiff, welches wir hier zu Gesicht bekommen. Und hierbei handelt es sich um die Esperia Prowler, ein Dropship der Teverin, also einer Alien-Rasse, von der wir bis jetzt auch noch gar kein Schiff im Spiel haben. Das wird also das erste Teverin-Schiff sein. Und wir bekommen das Schiff hier in der finalen Schritten der Whitebox-Phase zu Gesicht. Es ist soweit abgeschlossen in dieser Phase und wird aktuell von den Designern reviewed. Das ist der erste Schritt im vierstufigen Entwicklungsprozess eines Schiffes. Und im Hintergrund seht ihr bereits ein 3D-Modell eben des Schiffes. Die blauen Stellen sind hierbei Bereiche, mit denen interagiert werden kann. So wird sich beispielsweise das Heck öffnen können und eine Rampe wird dann für die Spieler hinausfahren. Auch an den Seiten befinden sich Türen, damit die Besatzung Dropship-typisch schnell hinausspringen kann. Besatzung sind in dem Fall 20 Mann, die als Crew für den Drop transportiert werden können, plus halt eben Pilot und Co-Pilot, also eine Gesamtcrew von 22 Personen. An dieser Stelle wird die Hülle des Schiffes transparent gefärbt, um uns einen kleinen Blick in das Interieur des Schiffes zu ermöglichen. Und wir sehen hier gleich im Heck den sogenannten Drop Room, der halt eben Platz für die Drop Crew bietet. Dahinter befindet sich eine kleine Foyer-Area, direkt vor dem Sitz bzw. dem Cockpit des Co-Piloten. Von dieser Foyer-Area aus führt außerdem eine Leiter auf eine weitere Etage nach oben. Hier werden dann einige der Komponenten erreichbar sein, möglicherweise zur Wartung oder auch zum Austausch von Komponenten zugänglich gemacht. Das heißt, das ist ein kleiner Wartungsraum. Und im Anschluss an diesen Raum befindet sich dann das Cockpit des Piloten. Hier erhalten wir auch einen kleinen Eindruck, wie in etwa die Sicht für den Piloten aussehen wird und hierbei versucht man auf jeden Fall die Sicht so klar und frei wie möglich zu halten, um das halt eben optimal an einen Bodeneinsatz oder auch einen Raumstationeinsatz anzupassen. Es werden trotzdem wohl noch einige Streben hinzugefügt werden, um das Cockpit natürlich auch ein Stückchen stabiler zu gestalten, die sind aber in der aktuellen Designphase noch nicht vor Ort.
Ein weiteres cooles Feature der Prowler, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist übrigens eine kleine Transformation, und zwar zwischen Hover-Modus und Flugmodus. Hier sehen wir einen kleinen ersten Eindruck der Animation von der Transformation, wobei die zwei einzelnen Formen schon von den Concept Arts bekannt sein sollten. Also wer sich die Concept Arts angeschaut hat, wird merken, dass auch da die Prowler in zwei verschiedenen Modi zu sehen war. Wie auch bei anderen Schiffen ist übrigens diese Transformation sehr notwendig für die Prowler, weil halt eben die Main Engines des Schiffes auch als VTOL Thruster genutzt werden, und damit ermöglicht diese Transformation halt eben den Schwebeflug vom Raumschiff. Die kleinen Flügel am Ende der VTOL Thruster werden vermutlich noch redesigned werden, denn die sollen bei einer Landung des Schiffes als eine Art Schutz bzw. Deckung für die aussteigende Besatzung dienen. Das tun sie aktuell noch nicht, weil sie halt einfach sehr klein und schmal sind. Mit diesem kleinen Ausschnitt wollte man uns vor allem mal einen Einblick in die sehr frühe Entwicklung eines Schiffes bieten, und an dieser Stelle sei auch gesagt, und es wurde auch von den Entwicklern so erwähnt, dass es sich hierbei um gerade mal 2 bis 3 Wochen Arbeit handelt. Und dann sieht man wirklich auch, wie viel die Entwickler tatsächlich in so kurzer Arbeitszeit an einem Schiff designt bekommen, gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass da tatsächlich nicht wirklich viele Entwickler dran arbeiten. Kommen wir nun zur letzten Thematik dieses Inside Star Citizens, und auch hier geht es um Schiffe, oder um genau zu sein, um die Schiffs-Customization, die ja jetzt auch in den vergangenen Wochen durchaus das ein oder andere Mal angesprochen wurde. Und es wurde auch hier nochmal erwähnt, dass die Customization an sich uns als Spieler natürlich die Möglichkeit geben soll, ein Schiff, welches wir besitzen oder kaufen wollen, zu unserem ganz eigenen Schiff zu machen, es unserem Style und Gameplay-Bedürfnissen anzupassen. Das beinhaltet selbstverständlich nicht nur verschiedene Lackierungen, sondern auch verschiedenste Interieurvariationen sowie Bewaffnungen und vieles mehr. In Zukunft sollen wir sogar die Möglichkeit haben, Waffen zu lackieren, um sie unserem Schiff farblich anpassen zu können. Außerdem wird es in Zukunft 2 Arten der Customization geben, zum einen die Manufacturer Customization sowie die Aftermarket Customization. Die Manufacturer Customization könnt ihr euch hierbei so vorstellen wie bei einem ganz normalen Neuwagenkauf, wo ihr mit dem Händler zum Beispiel einen Konfigurator durchgeht und euch das Auto euren Präferenzen nach anpassen könnt. Das ist dabei natürlich relativ schlicht gehalten, weil natürlich eine Automarke irgendwo auch nur das anbieten möchte, was zu einem Auto passt. Ihr könnt dann aber nachträglich, und damit kommen wir dann zur Aftermarket Customization, natürlich noch in jede x-beliebige Drittwerkstatt gehen und euer Auto da weiter anpassen lassen. In Klammern, in Deutschland natürlich nur, solange es der TÜV zulässt. Mit der 3.6-Version werden wir zunächst einmal die Manufacturer Customization bekommen, die, wie bereits erwähnt, stark mit einem Autokauf in der realen Welt vergleichbar ist. Selbstverständlich wird Origin nur Anpassungen anbieten, die zu ihrem Designschema passen, weshalb die Anpassungen vermutlich zunächst, wie auch bereits erwähnt, schlicht ausfallen werden. An dieser Stelle sei ebenfalls nochmal erwähnt, dass Origin auch die erste Firma sein wird, die mit der 300 Series Customization ermöglichen wird. Das heißt, mit der 3.5.1-Version, die aktuell schon auf den Testservern ist, werden wir die erste Iteration der Customization bekommen. In Zukunft werden dann natürlich weitere Hersteller mit weiteren Customization-Möglichkeiten für die Schiffe dazukommen. Die 300i bietet sich allerdings aktuell einfach sehr gut dafür an, um das ganze System zu testen. In Zukunft werden wir dann auch mit unseren Schiffen zu separaten Werkstätten fliegen können. Hier sind wir dann wieder bei der Aftermarket Customization, um weitere Anpassungen vornehmen zu können. Die erste Iteration der Customization wird Sachen beinhalten wie Lackierung, Oberflächengestaltung, bestimmte Zubehör-Items wie zum Beispiel Kaffeemaschinen, Bettbezüge und natürlich Komponenten wie Waffen, Engines und so weiter. Das haben wir auch aktuell schon im Spiel bei Oberflächengestaltung. Da habe ich jetzt einfach viele verschiedene Sachen und, zusammengefasst. Zum Beispiel, dass sie die Armaturen des Schiffes ein bisschen ändern können, die Sitze, die Garnituren und so weiter. All das, was man halt eben so kennt. Bei Zubehör-Items wird es sicherlich auch noch einiges mehr geben als Kaffeemaschinen. Zum Beispiel kleine Toaster oder sonst was, was dann auch natürlich funktional sein wird, sobald wir die ersten Survival-Mechaniken im Spiel haben, dass wir als Charakter natürlich auch etwas essen müssen und trinken müssen. Ähnlich wie auch im echten Leben wird man nicht wild durcheinander konfigurieren können, auch das wurde hier nochmal erwähnt, zumindest nicht bei der Manufacturer Customization. Manche Komponenten werden hier vielleicht nur mit bestimmten anderen Komponenten ausgeliefert werden oder funktionieren können. Hierbei wurde auch ein Vergleich gezogen zu den verschiedenen Packages, die man ja auch bei manchen Autos auswählen kann, wie zum Beispiel ein Sports Package. Gut, an dieser Stelle war es das von der dieswöchigen Episode Inside Star Citizen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, auch wenn es natürlich jetzt relativ spät erst erschienen ist. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr habt eine schöne Woche, und es werden definitiv diese Woche dann auch wieder ganz normal weitere Videos folgen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao und tschüss.